Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, mein Name ist Angela Schütze-Buchholz und ich spreche heute in meiner Funktion als Vizepräsidentin des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte zu Ihnen. Unser Verband vertritt fast alle niedergelassenen Kinder- und Jugendärztinnen und Ärzte in Deutschland, sowie viele Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Gesundheitsdienst und in den Kliniken. Heute begehen wir gemeinsam den weltweiten Tag der genitalen Selbstbestimmung. Ein wichtiger Tag. Ein Tag, um Aufmerksamkeit zu schaffen für Kinderrechte, für Menschenrechte. Das Recht eines Kindes auf einen unversehrten Körper ist unantastbar und muss immer Vorrang haben, auch vor dem elterlichen Recht auf Erziehung. Wir haben eine Verantwortung gegenüber den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft. Kindern steht in Deutschland das Recht auf körperliche Unversehrtheit zu. Und das gilt es zu wahren. Beim Thema Beschneidung gilt für uns Kinder- und Jugendärzte und Ärztinnen, medizinisch nicht begründete Verletzungen am weiblichen oder männlichen Genitale sind zu verurteilen. Tagtäglich werden wir jedoch konfrontiert mit Fragen nach der Beschneidung eines Sohnes. Und obwohl es zum Tagesgeschäft gehört, erschreckt es mich und auch meine Kolleginnen und Kollegen immer wieder. Unter vielen Eltern hat sich bereits herumgesprochen, dass wir Pädiaterinnen und Pädiater nicht so ohne weiteres einem solchen Eingriff zustimmen. Deswegen hören wir häufig Beschwerden beim Wasserlassen, am Penis selber als Schmerzen, Beschwerden bei der Blasenentleerung, Juckreiz und vieles mehr. Bei unseren gründlichen Untersuchungen kommt in der Regel jedoch kein medizinischer Grund heraus, der eine Beschneidung zuließe. Und wir müssen dabei aufpassen, dass wir nicht zu Mittäterinnen und Mittätern gemacht werden. Alle pädiatrischen Verbände in Deutschland empfehlen inzwischen, eine Beschneidung, die medizinisch nicht notwendig ist, nur noch in einem Alter vorzunehmen, in dem die betroffene Person einwilligungsfähig ist. Solange ein Kind nicht über den Eingriff, die damit verbundenen Risiken und Schmerzen und mögliche Langzeitfolgen aufgeklärt werden kann, sollte eine Beschneidung nur dann durchgeführt werden, wenn sie medizinisch begründet, notwendig, unabdingbar und nicht verschiebbar ist. Zum Abschluss wiederhole ich deshalb noch einmal: Jedem Kind steht das Recht auf körperliche Unversehrtheit und körperliche Selbstbestimmung zu. Wir alle können und müssen unseren Beitrag dazu leisten, diese Rechte zu wahren. Vielen Dank, dass auch jeder von Ihnen die Rechte unserer Jüngsten vertritt.